Warum keine Herobrine's World Videos mehr? Wann kommt wieder Herobrine's World? Wann kommt der nächste Teil von Herobrine's World? Und da habt ihr Herobrine's World. Und wo bin ich? Hä? Ein Bett? Ketten? Okay. Ja, meine Sachen. Also ein paar auf jeden Fall. Zieh ich mal direkt an. Ich habe direkt Angst vor Herobrine. Wurde ich irgendwie entführt oder so? Habe ich irgendwie was getan? Ich habe jetzt Angst rauszugehen. Wow. Was war das? Das ist dieser böse Herobrine. Okay. Jeder Herobrine ist böse. Jetzt bin ich betrunken. Hallo. Nein. Okay, ich warte, bis die Blindheit weg ist. Da waren Flugzeuge, habe ich gerade gesehen. Und warum waren da so viele Herobrines? Das hat bestimmt niemand vor der Aufnahme dahin gemacht. Aber ich bin jetzt... Was? Geh mal weg. Ja. Ey, was? Jetzt kommen 500 oder was? Och. Ey, das... Nein, so spiele ich nicht. So, bevor jetzt jemand in die Kommentare schreibt, ja, du hast doch das Texture Pack vergessen. Ich wechsle es einfach schnell, damit es niemand bemerkt. Ich habe, glaube ich, seit über einem Monat kein Herobrine's World mehr aufgenommen. Denkt ihr wirklich, ich würde das Texture Pack vergessen? Ach Leute, ey, so einer bin ich doch nicht. Und kann ich mal... Wie lange dauert das noch? Ich bin hier schon seit 300 Jahren blind. Was soll das? Ja. 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 Yay. Oh. Ey, das würde mich doch verarschen, Alter. Ich kein Bock mehr. So, tschüss. Ich sehe aber nichts. Oh, das ist nichts. Ich sehe nichts. Ich fliege einfach ins... Oh nein. Okay. So. Wir sind blind in einem Flugzeug. Und das ist nicht gut. Ich meine, wenn man in einem Flugzeug sitzt und blind ist, dann ist das tatsächlich sehr gefährlich, soweit ich weiß. Was sind jetzt das für Voice Cracks? Ah, da sind wir wieder. Was ist da überhaupt los? Ich will das sehen. Und gleich backt es wieder, ich falle nach unten und sterbe. Ja, genau. So. Also, die haben ein Ritual gemacht und mich beschwört. Da ist einer. Da ist einer. Okay. Ja, die sind alle weg. So, okay, interessant. Anscheinend mag mich Herobrine immer noch nicht. So, oh, ja, und jetzt... Okay. Oh, ah, nein! Okay, gut, ja, es ist okay. So, dann... Tschüss! All that time without a word. Ach, nee! Die sind ja schwer zu... Ach, nee. In der letzten Folge habe ich doch auch so einen unlustigen Move gemacht. Und jetzt muss... Ach, nee. Um die Frage schnell zu beantworten, warum kam jetzt so lange kein Herobrine's World? Das liegt daran, ich war ja im Urlaub und habe Herobrine's World vorproduziert. Ja, jetzt ist mein Boot, Flugzeug weg. Toll, und ich komme ja gar nicht mal auf das Dach. Da habe ich das halt nicht gespielt, ist ja klar, im Urlaub, ne? Dann habe ich das irgendwie ein bisschen vorgeschoben, dachte mir, ja, okay, ein, zwei Wochen Pause. Und das war's auch eigentlich. Also, dann hatte ich halt kein Herobrine's World gemacht, ne? Und ja, habe ich keine Spitzhacke? Ja, okay, die geht. So, komme ich jetzt auf mein eigenes Dach drauf. Ich habe es echt zu sicher gemacht. Ich werde mein Flugzeug natürlich nicht vergessen. So, das ist jetzt die... Wo ist die Kohle? Da war doch Kohle drin in der letzten Folge. Auf jeden Fall brauche ich OP-Rüstung. Leute, was ist das? Schärfe 1. Schärfe 1, ja, wer braucht das? Und ich habe keine Kohle. Okay. So, jetzt haben wir ein Problem. Okay. Dann muss ich kurz Kohle abbauen. Ja, ich habe es vergessen. So. So, und umso mehr die Zeit vergeht, umso mehr habe ich das Gefühl, dass wir das Flugzeug nie wiedersehen werden. Hier in dieser Höhle war ich schon 300 Mal. Ja, die Frage habe ich beantwortet. Okay. Vielleicht höre ich mich sehr müde an und ich habe die ganze Zeit Voice Cracks. Oh, ich habe ein böses Wort gesagt. Ups. Ich habe die ganze Zeit Voice Cracks, die Herren und Damen. Ja. Auf jeden Fall liegt es daran. Nee, die Voice Cracks, die kann ich nicht. Wo ist denn jetzt nur. Ach, da hinten war eine Höhle. Das liegt halt daran, also nicht die Voice Cracks, sondern warum ich mich vielleicht so müde anhöre.
dass die Schule wieder bei mir begonnen hat. Und ja, die meisten haben gerade Ferien und chillen zu Hause und lachen mich gerade aus. Also die, die zuschauen. Hoffentlich nicht. Und ja, ich hab keine Ferien mehr. Mein Schlafrhythmus, ja, ihr kennt das, ne? Bis 4 Uhr wach bleiben. Also die Älteren auf jeden Fall. Und ja, da hat sich nicht viel geändert. Und dann war es halt so, 1-2 Stunden Schlaf und was erwartet man? Ey, lass mich doch mal in Ruhe. Wo ist der denn jetzt schon wieder? Dieser Herobrine geht mir so auf den Sack. Der ist neu auf jeden Fall. Ja. Gut, ich bin wieder weg, Herobrine. Ich mochte dich eh nie. So, ich glaube, ich und Herobrine werden nie Freunde. Okay. Ja, deswegen höre ich mich vielleicht müde an. Das Einzige, was mich rettet, weil, also, gestern habe ich auch nur 1-2 Stunden geschlafen und habe dann einfach mittags geschlafen. Das wollte ich heute auch machen. Ging nicht. Also nehme ich eine Folge Herobrine's World auf. Ja, auf jeden Fall. Das Einzige, was mich gerade wach hält, no Werbung, ich werde die Marke nicht nennen, ist ein Gaming Booster. Tatsächlich, ich muss ehrlich sagen, als ich mir die gekauft habe, habe ich wirklich hohe Erwartungen gehabt, dass die unnormal lecker sind. Also ich habe jetzt 2 Sorten gekauft. Eine, ohne die Marke zu nennen, eine Universale Universums Edition und eine Kaugummi. Ja, okay, ich habe schon verkackt. Auf jeden Fall, ja, habe ich mir das gekauft und ja, ich muss sagen, die Wirkung ist sehr gut, ja. Also auf jeden Fall ist ja viel Koffein und dies, das, Ananas. Es gibt auf jeden Fall sehr krass Energie, aber der Geschmack ist, ja, es ist lecker, ja, klar, aber tatsächlich gar nicht so krass, also falls ihr das nicht kennt, ist es einfach, macht so Pulver und so einen Shaker und dann, ja, hat man so einen Energy Drink für Gamer. Aber ich benutze es jetzt nicht zum Zocken, weil, also ist ja ein Gaming Booster, damit man beim Zocken konzentrierter ist. Ich benutze es eigentlich nur, um wach zu bleiben, zu werden oder bleiben. Mein Flugzeug ist, sei dann hier eine Wüste. Ja, mein Flugzeug sehe ich nie wieder. Toll, danke, toll gemacht, Erik. Für einen Joke habe ich jetzt mein Flugzeug verloren. Ja, toll, jetzt. Ey, nee, das ist doch gar nicht cool. Jetzt ist mein Flugzeug weg. Okay, egal. Ich habe noch einen Helikopter. So, mein Plan für die nächsten Folgen. Ich werde mir eine OP-Rüstung machen. Dafür gehe ich in den Nether. Wieso gehe ich in den Nether? Damit ich Netherite farmen kann. Denn ich weiß jetzt, wie es geht. So, auf jeden Fall, ich werde Netherite. Kannst du mal landen? Wie geht das nochmal mit der Landung? Ich werde Netherite farmen. So. Mach mir deine Netherite-Rüstung. Verzauber sie, OP. Wo ist der Kleine jetzt? So. Ich habe das Gefühl, sogar wenn ich nicht im Helikopter bin, verbraucht sich die Kohle. Okay, egal. Auf jeden Fall. Ach, ich nehme die. Ah, da schauen die mich schon an. Also ich gehe einfach schlafen. Ja, auf jeden Fall. Wo ist mein Bett? Ach so, ja, stimmt. Ich glaube, ich habe in der letzten Folge unten geschlafen, weil hier Monster waren. Ich werde mir auf jeden Fall eine schöne Netherite-Rüstung machen. Moin, Creeper, was geht's? Und ja, wie gesagt, aufleveln. Und dann mich langsam auf den Kampf vorbereiten. Den Kampf, vor dem sich alle fürchten. Der unglaubliche und starke. Leute, das ist Herobrine. Der unglaublich starke Ender-Drache. Ja, den werden wir besiegen. Ey, das ist eigentlich voll die coole Dingens-Farm. Herobrine Farm, ne? So, aber ich will jetzt eigentlich schlafen. Und kein. So, jetzt schlaf, schnell. Okay, gut. Ja. Das war der Plan für diese Folge. Also nicht alles natürlich. Ich werde jetzt. Und jetzt hört mal hin. Ich bin so schlau. Ich werde die Herobrine Mod zum Vorteil nutzen. Ich werde mir so ein. Ihr kennt ja diese Häuser von Herobrine. Da sind ja. Da ist der TNT drunter. Dieses TNT. Moin, moin. Hey, diese Augen, ne? Dieses TNT werde ich abbauen und damit Netherite farmen. Denn in Nether, also man kann Netherite ganz praktisch damit farmen, dass man einfach hier im Nether, Hölle, was auch immer, ganz tief halt so sich runtergeht, Höhe 13 oder so, und dann einfach TNT oder Betten benutzt, damit das explodiert. Und ja, dann kann man das auf jeden Fall machen. So, ich bin richtig traurig, ne? Ich bin so traurig. 4 Kohle werden auch niemals ausreichen. Ich würde sagen, einfach just for fun
Einfach just for fun los? Komm. Egal. Scheiß drauf. Wir fliegen einfach los. Ich bin spontan. So, ich muss einfach nur so ein Haus finden. Nicht so ein... Ja. Toll. Ja. Jetzt werde ich wieder... Ey, das ist doch nicht mehr normal, diese Mod, ne? Perfekt. Jetzt bin ich wieder... Wo bin ich? Hä? Okay, ich habe die Orientierung verloren. Egal. Auf jeden Fall brauchen wir diese Häuser, wo Loot drin ist. Und da ist halt TNT. Und... Ja, ich glaube, merkt man, dass ich müde bin. Vielleicht nicht, keine Ahnung. Ja, kann man denn hochfliegen, lol? Verstehe. Okay, verstehe. Ich darf nicht in die Nähe von dem Typen gehen, sonst... Jo, drei Leute, okay. So, die Qualität wird sich auf jeden Fall auch bald bessern, denn ich werde mir bald einen Computer zulegen und dann... Das, was ihr gerade seht, mit diesen ganzen Chunks, die hier laden, das wird nicht mehr so sein. Ich meine, mein PC hat wirklich die Grenze erreicht von seiner Leistung. Ihr wisst ja, ich habe einen PC, der ist normal, okay, kann zocken, bla bla bla. Und schneiden. Aber beim Schneiden laggt es ziemlich. Ich komme damit klar, wie gesagt, ich muss jetzt nicht rumheulen. Ich komme damit klar, er kann gut schneiden. Aber es gibt ein paar Probleme. Letztens hatte ich diese Hiki-Aufnahme gemacht, die ging insgesamt... 20 bis 30 Minuten, so die Rohaufnahme, also insgesamt. Und da merkt man, mein PC hat es nicht geschafft. Ich lade das Video hoch, also ich habe es kontrolliert, alles geklappt, von Sekunde 1 bis zum Ende, war alles perfekt. Und mein Helikopter ist bald, also gleich leer. War alles okay. Und dann gehe ich auf YouTube, auf einmal schreibt da jemand, ey, bei 9,25 oder so war's. Wieso ist da die Aufnahme stehen geblieben? Ich schaue es mir an. Ja, mein PC... war so überfordert, dass er einfach sich dachte, komm, wir machen mal einen Standbildschirm und ja, Pech. So war das. Also, ich finde es unnormal krass, dass mein PC einfach seine Grenze erreicht hat. So, er kann nicht mehr, er kann einfach nicht mehr verkraften. So, ich muss unbedingt nach unten. Und ja, das war's dann wohl mit meinem Helikopter und meinem PC. Der hat seine Grenzen erreicht. Ich würde wirklich viele Projekte machen, aber ich kann es einfach nicht, weil ich halt habe halt nicht so einen krassen PC, ne? Wie gesagt, bald auf jeden Fall. Und deswegen, ja, hat es halt seine Grenzen erreicht. Die Qualität, sie ist okay, aber sie kann besser sein. Und ja, die FPS gehen auch langsam runter. Also man merkt, mein PC ist auf jeden Fall alt geworden, so. Er ist schon so ein Rentner. Und bald sind auch seine letzten Tage erreicht. Ja, ist halt so. Und bald habe ich auf jeden Fall einen neuen PC, vielleicht einen Monat oder so. Ja, das merkt man jetzt bei zum Beispiel Creepypastas nicht oder so, wo ich einfach nur mit meinem Mikrofon aufnehme. Aber wenn ich eine Spielaufnahme mache, dann merkt man, dass mein PC Probleme hat, auf jeden Fall. Das ist auch irgendwie der Grund, warum ich Herobrine's World erstmal nicht aufnehmen wollte. Okay, die Horror-Map, ja. Aber die Horror-Map war vor dem Urlaub so. Nach dem Urlaub hat mein PC schon langsam angefangen, seine Leistung irgendwie so zu verlieren. Man hat einfach gemerkt, er verliert seine Leistung und das merkt man auch jetzt. Irgendwie, es ist nicht mal so flüssig wie damals und ja, ist halt so, ne? Was soll man machen? Verkraften kann ich es noch, ja. Aber große Projekte kann ich nicht anfangen, wenn ich einen neuen PC habe. Ja, neuen PC. Dann werde ich auf jeden Fall größere Projekte anfangen und zum Beispiel einen Film mache ich aus Prinzip nicht, weil ich habe einfach bemerkt, ja, die Filme machen mir unnormal Spaß. Aber, kann ich den eigentlich angreifen? Ach nee. Was? Wieso ist Steve so stark? Wieso ist der so stark? Auf jeden Fall. So. Zum Glück kann er sich nicht teleportieren. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Hi Steve. Ich habe keinen Bogen. Jetzt habe ich es vergessen. Ja, auf jeden Fall, ein Film ist schwer zu machen mit so einem PC, der, vor allem jetzt, weil der ist ja noch schlimmer geworden, noch schlechter. Weil ich habe halt einfach viele Aufnahmen, die ich zusammenschneiden muss. Und die Qualität ist dann nicht so nice. Deswegen, ich würde gern wieder einen Film machen, so. Ich habe auch Ideen. Aber erstmal geht es halt nicht. Ich will euch kein qualitativ niedrigeres Video bringen. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich achte auf jeden Fall auf Qualität. Ich versuche mein Bestes zu geben. Aber wenn ich sehe, es kann nicht besser sein. So, ja, der Film, der letzte Film, der war ja eigentlich auch von der Qualität ganz okay. Aber ja,
Ich bring gerade Steve um. Aber der ist selber schuld. So. Gut, das war's wohl. Rest in Peace. Eisenharnisch. So, hat Steve Loot. Oh, die Schallplatte 11. 11, 11, was soll immer. Ja, das ist auf jeden Fall, das verfolgt mich mein ganzes Leben lang, dieses CD11, CD11, wie auch immer. So, wie es aussieht, finde ich hier keinen. Und sorry, dass ich, also ich bin eh kein Pro im Gameplay unterhalten, so. Aber dass ich gerade verpeilt wirke, ich bin erstens müde und zweitens, ich habe das lange nicht mehr gemacht, auf jeden Fall. Aber ihr kennt mich, ich bin verpeilt, das ist normal für euch, ihr kennt mich ja. Und ja, Baby. Baby Villager, okay. Spaß. Leute, ich bin noch nicht brutal, hallo. Ich bin nur brutal gut aussehend. Nein, bin ich nicht. So. Gelbe Betten. Pferde. Und keine TNT-Falle. Schade. Da ist ein Farmer. Da sind Chicken. Da ist wieder ein Baby. Erstmal umbringen. Nein. Das ist doch gemein. Also ich merke halt wirklich, ganze Zeit gibt es so kleine Lags auf jeden Fall. So, manchmal bleibt so ein bisschen was stehen. Und ja, wie gesagt, mein PC scheint langsam seine letzten Tage zu haben. Und ja, okay, natürlich, der PC könnte noch jahrelang halten. Aber der verliert immer seine Leistung. Und ich konnte ja mit dem erstmal streamen. Aber der PC war auch überlastet. Also das hat man bemerkt. Die Qualität wurde immer schlechter und schlechter. Der Stream ist abgestürzt, weil mein PC abgestürzt ist. Es ist schon lange her, als ich gestreamt habe, deswegen kann sich so gut wie niemand erinnern. Vor allen Dingen die Neuen nicht, die wissen das ja gar nicht. Ich habe ja auch mal gestreamt und ja, geht halt nicht. Deswegen, wenn ich einen neuen PC habe, streame ich auch. Ich mache neue Projekte oder andere Projekte. Ich mache Filme, gute Qualität. Und ja, die Qualität an sich ändert sich ja nicht. Also, die Videos ändern sich nicht. Nur es gibt eine bessere Grafik, mehr FPS, vielleicht ein Shader. Und ja, das war's im Grunde genommen auch. Diesen Herobrine eliminieren wir noch. Und in der nächsten Folge suchen wir dann weiter. Ah, nee, ich brauche Kohle. Kohle ist gut. Ja, geh weg. Ey, du. Ach, du Kleiner. Wieder Blindheit. Ey, die nerven so. Am Anfang waren es die, die weggerannt sind. Jetzt nerven die mich nur. Die lassen mich nicht in Ruhe. So, ich fliege jetzt einfach weg. So. Okay. Tschüss. Also, jetzt fliege ich blind in der Dunkelheit. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Was war das? Ah, ein Berg. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Herobrine's World. Und ich glaube nicht, dass sie in einem Monat kommen wird, sondern in 3 Jahren. Nein, okay. In ein paar Tagen oder so wird sie wahrscheinlich kommen. Also macht euch keine Sorgen. Viele lieben Herobrine's World. Viele lieben Herobrine's World auch nicht. Ich mache das, auf was ich Bock habe. Und ich habe Bock auf Herobrine's World. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und tschüss. Oh nein, ey, ich bin so dumm, warum steige ich denn immer aus? Ja, okay.